Das Vorbild für jeden Gläubigen ist Abraham. Abraham ist ein Muster für Glauben. Gott beruft ihn aus seinem Umfeld, seiner Familie, seinem ganzen Lebensbereich heraus und sagt, komm, ich will dich in was anderes hineinbringen. Ich will dich in was Neues bringen. Ein verheißenes Land, ein Land, was ich dir geben werde. Und Abraham lässt dieses alte Leben hinter sich und macht sich mit Gott auf diese Glaubensreise in das Neue hinein. Und das ist genau, worum es beim Glauben geht. Wir lassen das Alte zurück und gehen mit dem Herrn in etwas Neues hinein, was er uns verheißen hat. So ist das Leben eines jeden Christen. Der Herr hat etwas für dich, in das du dich hineinbewegen kannst. Vielleicht weißt du das schon, vielleicht auch noch nicht. Dann ist es Zeit, dass du den Herrn fragst und dass er dir wirklich Offenbarung gibt. Was ist deine Berufung? Was ist deine Aufgabe? Was ist das, was er durch dich und dein Leben tun möchte? Ich bin sicher, dass der Herr für dich ein verheißenes Land hat, in das du hineingehen sollst und das auch sonst niemand einnehmen kann. Es ist für dich, wie auch immer das aussehen mag. Vielleicht weißt du es auch schon und weißt, was der Herr durch dich tun will. Wenn wir jetzt das Leben von Abraham anschauen, wie hat denn der eigentlich sein verheißenes Land eingenommen? Und wenn wir die Bibel studieren, stellen wir fest, er ist kreuz und quer in diesem Land, was Gott ihm zugesagt hatte, umhergezogen. Von einem Ende zum anderen über Jahre. Und überall, wo er war, hat er Altäre gebaut. Das heißt, Orte, wo er den Herrn gepriesen hat, wo er ihn angebetet hat, wo er Lobpreis und Anbetung, Danksagung hat aufsteigen lassen und wo im gewissen Sinne der Himmel geöffnet worden ist. In seinem verheißenen Land. Und dann zog er weiter zum nächsten Ort und hat das Gleiche da praktiziert, überall. Und zunehmend hat sich der Himmel geöffnet über seinem verheißenen Land. Zunehmend kam er immer mehr in das hinein, was der Herr für ihn hatte. Wir können das beispielsweise sehen, als viele Jahrzehnte später Jakob auf seiner Flucht nach Haran war, da kam er an einen Ort, in eine Region, wo Abraham viel früher einen solchen Altar aufgerichtet hat. Die Bibel berichtet davon. Und er kam dorthin, und das war genau dieser Ort, Bethel, wo er diese mächtige Erscheinung hatte mit der Leiter, die bis in den Himmel ging, wo die Engel aufstiegen und abstiegen, wo Gott erschien, wo er diese gewaltige Offenbarung hatte. Ich glaube, es ist genau der gleiche Ort, wo Abraham diesen Altar aufgerichtet hatte. Da war der Himmel offen, die Leiter war sozusagen da, wo der Himmel offen war. Jakob kam einfach dahin und konnte davon partizipieren. Und genauso kannst du dein verheißenes Land einnehmen. Du ziehst im gewissen Sinne darin herum, was immer das sein mag, das weißt du wahrscheinlich am besten. Und du suchst Gelegenheiten, den Herrn zu preisen, zu erheben, zu loben und einfach deinen Claim abzustecken. Wir müssen mit dem Ding, was der Herr uns verheißen hat, leben. Wir müssen uns darin bewegen, wir müssen vorwärts gehen. Und wenn es irgendwie nur so ist, dass wir da quasi drin herumspazieren, dann müssen wir trotzdem Orte finden, wo wir sagen, hier erhebe ich den Herrn und hier erkläre ich, das ist mein Gebiet, das ist mein Gelände und dann ziehe ich weiter und auf diese Weise stecke ich sozusagen Stück für Stück die Grenzen ab. Ich glaube, dass du selber sehr gut weißt, was eigentlich in deinem Leben damit gemeint ist. Und ich ermutige dich, dass du vorwärts gehst und diese Altäre in deinem Leben überall aufbaust, wo du merkst, dass der Herr sie da einfach haben will. Nimm dein verheißenes Land ein. Ich glaube, Gott hat viel, viel mehr für dich. Musik